Ein Blick in Nachbars Garten. Beim Tag der offenen Gartentür am kommenden Sonntag kein Problem. Insgesamt 46 Gärten in ganz Schwaben können am Sonntag kostenlos besichtigt werden. Einen Vorgeschmack gab es aber gestern schon bei der Eröffnungsveranstaltung im Garten der Familie Hanft in Fischen. Organisiert wird der Tag der offenen Gartentür unter anderem vom Schwäbischen Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege. Das Ziel ist eindeutig, dass der Lebensraum Garten, der ja vielseitig ist, der Bevölkerung natürlich dass es die Möglichkeit gibt, der Bevölkerung da Einsicht zu nehmen. Und wenn man das betrachtet, in unserem schönen Schwaben haben wir ja so eine große Vielfalt in jeder Ortschaft. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Allein in den 4 Allgäuer Landkreisen werden am Sonntag 13 Gärten zu besichtigen sein, 3 davon hier in Fischen. Als Schirmherr des 11. Tags der offenen Gartentür hat der Verband heuer den schwäbischen Bezirkstagspräsidenten Jürgen Reichert gewinnen können. Ja, ich finde es schön, dass natürlich Gartengestaltung hier Vorrang hat, dass man versucht, heimische Gewächse hier zu fördern und auch so ganz bestimmte Elemente schafft im Garten, die auch abwechslungsreich sind, auch für die Psychohygiene, sagt man so schön, wo man sich immer wieder überraschen lassen kann, wo Pflanzen zu unterschiedlichen Jahreszeiten blühen. Und ich denke, das ist wirklich eine Freude auch fürs Herz, wenn man dann die Farben sieht und diese Gewächse hat, da kann man sich wirklich dran erfreuen. Egal ob Blumen- oder Gemüsebeete, zu sehen gibt's am Sonntag die unterschiedlichsten Gärten. Etwas dabei sein dürfte für jeden Gartenfan. Und dass die Besucher ausbleiben, ist relativ unwahrscheinlich, denn Gärten werden immer beliebter. Gerade auch bei Leuten, die eigentlich wenig Zeit dafür haben. Ich kann Ihnen ein Beispiel bringen, eine Frau, die eine Gaststätte besitzt hat und eine große Familie, die hat einen großen Garten und einen Balkon mit 22 Blumenkästen und die sagt, am Abend ist das meine Erholung. Das muss man auch sehen, dass das teilweise der geistige Ausgleich ist zu dieser Arbeit, zur körperlichen und geistigen Arbeit. Inspiration und ein wenig Erholung bietet der Tag der offenen Gartentür am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Mit dabei sind neben Kleingärten auch Vereins- und Schaugärten. Wo und welche Gärten teilnehmen, wissen unter anderem die Kreisfachberater in den Landratsämtern.